Was geht ab, meine Rosi-Fighter-Hosen hier? Und falls ihr euch heute auf der globalen Version schon eingeloggt habt, habt ihr eine interessante Nachricht gesehen. Ein neues Token-Event wird erwartet. Was damit aussieht, Freunde, klären wir gleich. Eigentlich wissen wir schon etwas darüber. Bevor wir damit loslegen, wie gesagt, Freunde, heute Abend wird gestreamt auf Twitch. Also der Twitch heißt dort. Der Streamplan ist in der Beschreibung. 19, 20 Uhr circa werde ich live gehen. Und wir werden heute ein bisschen Dokkan Battle spielen, das Extreme Battle machen von Super Saiyan 3 Vegeta auf Global und im Anschluss dann Dragon Ball Legends Kämpfe, also Zuschauerkämpfe. Heißt, wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr auf jeden Fall heute Abend gerne im Stream vorbeischauen. Und jetzt, was hat es damit auf sich, Freunde? A new Dokkan Event is coming. Ja, es soll ruhig kommen. Nämlich, das wisst ihr eigentlich schon, Freunde. Shoutout an Team Dokkan in den letzten Tagen. Ich habe das auf Twitter gepostet gehabt und auf YouTube auch, auf Instagram auch. Die ganzen Links in der Beschreibung. Jedenfalls hat er ja geleakt, Team Dokkan, wie gesagt, seinen Link. Sein Profil setzt auch in die Beschreibung. Shoutouts, denn er ist ja ein französischer Leaker und was er immer liegt, ist wirklich on point. Aber natürlich sind hier an der Stelle Änderungen vorbehalten. Und was er gesagt hat, ist, dass das LR Family oder Familien, ja, LR Family Kamera Trio für Global und JP für den Goku Day, Goku Day ist am 9. Mai, erwartet wird. Die Sache ist jetzt folgendes, Freunde: Dieser oder das LR Trio wird einen Active Skill haben. Mit diesem Active Skill wird Goku erscheinen und sie werden, und die LR-Karte wird quasi eine Ultimate ausführen. Ähnlich wie die Active Skill von Super Saiyan 4 Vegeta, also LR und Super Saiyan 4 Goku, wo sie einfach eine separate Ulti machen. Jedenfalls, so wie es dran steht, so wie es gesagt hat, kommt der Goku dazu. Deswegen geht man sehr stark davon aus, beziehungsweise weiß man jetzt auch garantiert durch die Ingame-News, dass es sich um ein LR Gohan und LR Goten handeln wird. LR Gohan Super Saiyan und LR Goten Super Saiyan, Freunde. Das ist eine LR-Karte und die können mit ihrem Active Skill dann Goku hinzurufen und machen dann quasi ihre Ulti. Und es ist ein Dokkan Festival LR. Der nächste Dokkan Festival LR, Freunde. Wir haben ja bis jetzt LR Vegito, LR Goita, LR Super Saiyan 4 Goku und LR Super Saiyan 4 Vegeta. Nun! Das Ganze wurde auf Global und JP, wie gesagt, laut Team Dokkan für den 9. Mai erwartet. Aber jetzt haben wir jetzt schon für Global die Ingame-News. Und wir wissen ja, wenn so ein Ingame-News, wenn die News für ein neues Dokkan mit reinkommen, dann kommt das Dokkan in eigentlich 2 Tagen, sag mal höchstens 3 Tagen. Aber das ist eigentlich zu früh, wir haben heute nämlich den 2. Mai. Ich weiß nicht, ob jetzt quasi am 4. Mai oder 5. Mai, also in 2-3 Tagen, das Event online kommen wird auf Global. Also der neue Charakter mit dem neuen Banner. Ich weiß legit nicht, weil eigentlich erwarten wir das für den 9. Mai. Was halt hier interessant ist, steht, dass der Release zuerst auf der internationalen Version, also auf Global, stattfinden wird. Also der Release von dem neuen Dokkan Festival Event. Das ist interessant, Freunde. Aber man kann es auch so verstehen, dass es zuerst an sich, dass diese Karte zuallererst auf Global kommt. Also sein erstes Erscheinen war auf Global und das muss nicht unbedingt heißen, dass er vor JP auf Global kommt. Wir wissen nämlich, es kommt auf Global und JP, eigentlich am 9. Mai. Der 9. Mai, Goku Day, Freunde, über 2-3 Tage werden wir dort auch gut Stones bekommen, bis zu 42 Stones wegen dem Goku Day. Am Goku Day an sich auch wird sehr viel abgehen. Das ist ein wichtiger Tag quasi für die Dragon Ball Community. Man wartet auch quasi an sich auf eine Ankündigung zu Dragon Ball oder Dragon Ball Super für den 9. Mai. Also am 9. Mai wird wirklich sehr viel gehen. An sich auf JP geht ja gerade viel wegen dem Thronwechsel, Golden Week etc. Aber interessant ist halt, dass in dieser Zeit das Ganze dann für Global zuerst angekündigt wird. In der ich das Ganze aufnehme, gab es noch keine Ankündigung für JP. Und wie gesagt, man kann es eigentlich auch so verstehen, dass es zuerst für Global rauskommen wird. Es könnte auch sein, dass sie diese Ankündigung eine Woche zuvor einfach rausgehauen und der Charakter erst eine Woche später rauskommt. Wir wissen es nämlich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Tage abgehen wird. Wir wissen aber jetzt auf jeden Fall definitiv, es wird so ein Charakter kommen. LR Super Saiyan Goten, LR Super Saiyan Gohan. Eine Karte, ein LR-Karte mit einem Dokkan-Fest. Nächster Dokkan-Festel LR. Was wir auch noch herauslesen können, ist, natürlich steht sie dran, also es handelt sich um die Brüder, deswegen können wir sicher sagen, Gohan und Goten. Und hier steht dran, es wird 2 neue SSR geben, die sich mit dem Dokkan-Event awaken können. Das ist üblich. Ein Dokkan-Festel-Charakter kommt raus. Das ist in dem Fall Goten und Gohan. Und dann gibt es noch einen Charakter, der quasi sich durch die 35 Medaillen aus dem Dokkan-Event awaken kann. Es ist nicht immer ein neuer Charakter, aber in den meisten Fällen ist es ein neuer Charakter. Und das ist halt das mit den 2 SSR gemeint. Ja, Freunde, ich bin wirklich gespannt. Ich kann dazu noch nicht allzu viel sagen. Wir wissen ja noch nicht, was die Karte drauf hat. Wir wissen noch nicht, wie das Event aussieht. Die Tage, wenn das Ganze endlich sein wird, wenn wir das alles wissen, werde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich wissen lassen. Aber zu der anderen Frage, da kann ich euch jetzt nicht sagen, ob man das sammeln sollte oder nicht, weil auch das Jubiläum davor ist. Aber genau das meinte ich, Global kann eben machen, was es will.
das Jubiläum im Global ist erst im Juli. Und das dauert noch ein bisschen, das sind noch 2 Monate. Da könnten sie Events vorziehen, da könnten sie auch neuen Stuff raushauen, das habe ich auch gesagt. Und in dem Fall ist es halt tatsächlich eine Celebration, die gleichzeitig gefeiert wird auf Global und auf JP. Und mit dem Goku Day. Und wir werden die Tage auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, schwieriges Thema. Ich hoffe, also es wäre sehr geil, wenn sie die Dokkan Coins auch vorziehen auf Global mit dem Release. Aber es ist schwer. Spätestens kommen sie mit dem Jubiläum, weil diese Dokkan Coins machen echt viel aus. Eigentlich würde ich den Global Playern erraten, zusammen, wenn die Global Coins online sind. Ich meine, in Goku Black haben wir auch die letzten Tage, in Goku Black ist gerade live, aber wir haben uns die letzten Tage oder die letzten Wochen auch über ihn sehr beschäftigt und das wäre eigentlich kein Muss, vor allem nachdem wir wussten, dass sie jetzt auch im Zamasu-Banner sind. Aber ich denke, das Banner von Zamasu und Trunks, ich habe einen Kommentar gelesen, die haben gesagt, die werden nicht auf Global kommen oder sie waren sich unsicher. Nee, Freunde, Trunks und Zamasu werden sicherlich auf Global kommen, früher oder später, ganz sicher, das funktioniert so. Ich denke aber eher, das wird noch relativ lang dauern. Ich kann mir vorstellen, dass Trunks und Zamasu erst Herbst, Winter rausgehauen werden auf Global. Das kann sicherlich noch dauern. Und zudem ist halt noch die Frage, was so ein, zwei Sachen, wenn ich das so random klären darf. 300 Millionen Download Celebration. Es ist noch früh darüber zu reden. Zum einen weiß ich nicht, ob die 300 Millionen erreicht wurden, aber eigentlich war es oft so, dass nach dem Global Jubiläum eben so eine Download Celebration kam. Also wir sind wirklich gespannt, was die nächste Zeit in Dokkan Global abgeht. So trocken es auch gerade sein mag, Dokkan Global. Glaub mir, die nächste Zeit wird sehr viel los sein. Jedenfalls, was ich noch am Ende gucken wollte, ist, die aktuelle Celebration geht nämlich bis zum 10. Mai. Das Banner von Goku Black ist auch bis zum 10. Mai live. Und das eben der Tag, so 9.5. By the way, hier steht 9.5. drin, aber das sind die amerikanischen Zeiten, PST. Darauf müsst ihr 10 Stunden aktuell addieren, dann bekommt ihr die deutschen Uhrzeiten. Deswegen ist bei uns dann der 10. Mai. Geht das ganze, die ganze Celebration, das ganze Banner von Goku Black offline. Deswegen ist diese Ankündigung speziell, deswegen habe ich auch das Video gemacht, für mich ein bisschen frühzeitig? Ich weiß, sie könnten auch natürlich das ganze Event um Goku und beziehungsweise um den neuen LR frühzeitig raushauen, also jetzt ein paar Tagen schon, aber halt spätestens dann zum Goku Day, Freunde, also zum 9.5. Interessantes Thema, ihr könnt mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Denkt ihr, sie werden wirklich früher released, also jetzt schon in ein paar Tagen, zuerst auf Global, dann eine Woche auf JP später drauf, oder kommt, ist die Ankündigung einfach früher, weil das kann man halt so oder so verstehen, wie ich das gesagt habe, was jetzt dran steht. Könnt mich gerne in den Kommentaren wissen lassen, Freunde. Und außerhalb davon, was noch kurz random, bevor wir Schluss machen, in den Raum werfen darf, hoffentlich. Es ist ja ein Dokkan-Festival, LR, und einem Stream letztens, Shoutout an dich, ich hab den Namen vergessen, sorry. Shoutout an dich auf jeden Fall. Er hat gesagt, ey, weißt du was, ich denke, der Dokkan-Festival, denn Goten und Gohan werden vom Tech-Typus. Und ganz ehrlich, ja, weil, als genau in der Sekunde, als du das gesagt hast, hab ich auch gesagt im Stream, ey, du hast recht, logischerweise, weil die haben ja bis jetzt 4 Dokkan-Festival, LR. Gogeta ist vom Physisch-Typus, Vegeto ist vom Int, Goku AGL und Vegeta Strength, also fehlt noch ein Tag und das wird dieser sein. Also die Chancen stehen gut, Freunde, nur eine Spekulation von ihm, aber ich finde es eine coole Spekulation, eine schöne Theorie auf jeden Fall. Und wie der halt letztendlich weiß sein wird, kann ich euch nicht sagen, Freunde. Ich hoffe, ganz kurz am Ende, wir haben ja eigentlich 2 solcher Charaktere von Gohan und Goten, diese Family Kamehameha Charaktere. Und die Sache ist, sie sind sowohl in Hybrid Saiyan als auch in Majin Buu Saga. Also cool wäre es, wenn sie vom Niederskill her Majin Buu Saga Lieder wären, oder noch cooler, um eigentlich zu sein, beides, aber noch cooler wäre es Hybrid Saiyan. Einen geilen Hybrid Saiyan Lieder und dann noch so einen, bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Movie Heroes sind sie natürlich auch, aber was sie im Endeffekt drauf haben werden, weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht die Pässe von den beiden Charakteren irgendwie kombiniert. Also ich kann mir einen Attack und Death Boost vorstellen, irgendwas auch mit Orbs, dass man die changen kann. Und dann kommt hier aber noch Goku rein, den dürfen wir ja nämlich auch noch nicht vergessen. Den gibt es ja auch noch, das ist der Boy hier an der Stelle. Aber der kommt dann quasi mit dem Active Skill rein, weil in letzter Zeit mit LSTK war ja im Prinzip auch so die Fusion aus dem neuen Kalifa und aus dem neuen Kale, aber mehr oder weniger haben sie halt wirklich, also LSTK's Pass ist mehr oder weniger ähnlich, natürlich ein bisschen mehr dann noch, so wie die Kalifa und Kales, die es im Spiel gibt. Jedenfalls, lange Rede, kurz Sinn, Freunde, ich hoffe, das hat euch gefallen, ihr könnt mich gerne wissen, was ihr davon haltet, und dann wünsche ich auf jeden Fall noch schöne Zeit, und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal, macht's gut, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bro, don't you cry.